Durch einen geradlinigen Leiter fließt ein elektrischer Strom von 150 Ampere. Berechne die Magnetfeldstärke im Abstand von 0,2 Meter vom Leiter. Hier die Angaben. Die Stromstärke I beträgt 150 Ampere. Dieser Punkt P befindet sich im Abstand R vom Leiter und R beträgt 0,2 Meter. Gefragt wird die magnetische Feldstärke groß B an diesem Punkt P. Magnetische Feldstärke, die wir in Tesla ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel von Biot-Savart und setzen als Permeabilität μ0 ein, das ist die Permeabilität im Vakuum oder in der Luft. Sie beträgt 4π mal 10 hoch minus 7 Teslameter auf Ampere. B gleich μ mal I geteilt durch 2π R. Wir ersetzen das μ durch 4π mal 10 hoch minus 7, I durch 150 und R durch 0,2. So erhalten wir diesen Bruch und den kann man leicht ausrechnen, auch ohne Taschenrechner, denn hier steht 4, diese 4 kürzt sich mit 2 mal 2 weg, auch Pi kürzt sich weg, so bleibt noch 150 mal 10 hoch minus 7 geteilt durch 0,1, das heißt 1500 mal 10 hoch minus 7 oder auch 1,5 mal 10 hoch minus 4. Und somit haben wir diese Endantwort gefunden, die magnetische Feldstärke groß B an diesem Punkt P beträgt 1,5 mal 10 hoch minus 4 Tesla.